Hallo und grüß Gott, mein Jimmys, und herzlich willkommen zu diesem speziellen Reaction Sunday. Heute dreht sich alles um das Thema Musik aus Thailand. Ich habe ein paar Recommendations gekriegt. War verschiedene Richtungen, so viel ich über Discord mitgekriegt habe. Deswegen hören wir da jetzt einfach mal rein. Bin richtig gespannt. Ich habe noch nie was mit Thai-Musik zu tun gehabt. Ich habe keine Ahnung, was uns jetzt erwartet. Der erste Track soll mehr so moderner sein, ein bisschen in die Richtung Hip-Hop gehen, Rap gehen. Dann ist F-Hero dabei. F-Hero ist eine Rap-Legende. F-Hero ist generell eine Legende mit den Collabs von Baby Metal. Deswegen, ja, mal rein. Yo! Okay, okay, I'm sold. This beat is sick. Holy, klingt is nice. Thai Rap 10 von 10, holy shit. Ich liebe es. Yo. Das ist ein Banger Track. Definitiv a top recommendation. Vielen Dank dafür schon mal, das macht irrsinnig Spaß zum Hören. Yo, this is a echt guter Song. Get ins Ohr, catchy, hat a nice Choreo. F-Hero, let's go. Oh ja, der Song ist absolut, absolut catchy. Hat ein bisschen was von Fanta 4, würde ich jetzt mal sagen.
geht zumindest vom Konzept in eine ähnliche Richtung und es ist einfach absolut ein Banger. Happy wife, happy life. Yo, top recommendation, top, top song. Damn. Es war ein absoluter Banger-Track. Oh. Ich kann mir aber vorstellen, dass, wenn man mit so ostasiatischen Sprachen wie Thai, Vietnamesisch und so vom Klang her nicht viel anfangen kann, dass an die Musik abschreckt. Wir hören jetzt dann noch in einen anderen Track rein. Da bin ich gespannt, in was für Richtung das geht. Aber holy, das war schon mal ein Top-Track. Thai Rap hat einen richtig nicen Klang. Ich mag das komplett in die Ohren. Der Beat hat das wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen unterstützt. Kommt wahrscheinlich immer auf die Komposition drauf an. Aber das war mal ein Top-Banger. Das war mal ein Top-Einstieg in thailändische Musik und wow, wow, wow. Vielen, vielen Dank für die Recommendation. Falls euch diese Reaction gefallen hat, lasst doch ein Like da. Ihr könnt es mir gerne immer in die Kommentare schreiben, auf was ich als nächstes reacten soll. Wie ihr seht, ich bin für alles in die Richtung ost-südostasiatische Musik offen, sei es K-Pop, J-Pop, Chinese Pop oder halt jetzt so Thai Rap. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Sonntag und man sieht sich.